So, der Typ hier macht mir Sorge. Warte mal, nochmal speichern. Huch, ich habe meine Maus langsamer gemacht. Schnell, schnell, schnell. Klappt. Bleib hier. Du sollst nicht runterfallen, okay? Das wäre cool. So. Er halt da ist. Dass er sich gar nicht wundert, dass sein Kollege jetzt nicht mehr da ist, ne? Okay, er kann hier liegen bleiben. Ist auch nicht schlimm. So, das haben wir geschafft. Das war jetzt schwieriger. Ich sag's euch, wie es ist. Also, wenn wir jetzt nicht die Gaben des Outsiders hätten, ne? Dann wäre das hier wirklich nicht möglich. Sich umdrehen. Da ist sich umdrehen, okay. So, und er hat einen Schlüssel. Kriegen wir jetzt? So, lass ich den Aufzug schlüsseln. Meinst du, er kann hier chillen? Ich finde, hier ist ein guter Platz. Chill mal ein bisschen. Was gibt es hier? Können wir hier laufen? Hier könnten wir laufen. Ich frage mich, ob es safe ist, mit dem Aufzug überhaupt zu fahren. Weil... Das Ding ist ja, wenn da jetzt ein Aufzug kommt, die denken ja alle, oh ja, da kommt ja ein großer Besuch oder so. Ach nee, das funktioniert so. Ja, wir gehen einfach zum Leuchtturm. Hier gibt es ja nichts für uns. Guck mal, wir haben es geschafft durch die Festung. Licht am Ende des Tunnels, das haben wir schon mal gelesen. Bitte Emily, betritt den Leuchtturm. Das ist eine Sequenz. Okay. Vielleicht mal speichern. Kleine Emily. Das ist echt, also die lernt, die wird kein Vertrauen lernen in ihrem Leben. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Die wird denken, jeder ist ein... Also, ich meine, es ist ja auch die Wahrheit, ja. Aber die wird einfach nichts Gutes von den Menschen halten. Nichts. So, da ist der. Nee, das ist nur der. Und warten wir mal, bis er sich bewegt. Ach ne, zweiter Kunden. Ja, kann ja ein bisschen dauern. Abwarten und Tee trinken. Hört ihr das mit der Gitarre? So ein bisschen Spannung hier verursachen. Ich finde eher, das hört sich so an wie, als wenn jemand versucht, Eye of the Tiger anzufangen, aber es nicht hinkriegt. Also er hat nicht so Bock, oder? Okay, also, ach, guck mal, mit dem geht das. Und dann, see ya oder so. Ich muss mal an dir vorbeigehen. Ist kein Problem, mir geht's ganz gut, mir geht's ganz gut. Ich geh mal kotzen. Kann ich den nicht greifen? Ach doch. Das ist ein Gesundheitselixier. Warte mal, er ist ein bisschen weit nach hinten gefallen. Ich möchte ihn lieber hier haben. So, nochmal speichern.
kuscheln. So. Können wir mal abchecken? Da oben. Okay, okay. Aber sollte zu machen sein. Aber was soll ich tun? Samuel, ein nutzloser alter Mann, hungrig nach dem Sinn des Lebens. Ach, lästern kannst du auch. Kann heute nicht bei uns sein. Ich selbst ungerechterweise aufgrund einer Ehrensache aus der Marine entlassen. Meine Freunde, gedenkt unserer Zeiten. Mir tut's fast leid, dass der Moment nun kommt. Unsere Gegner sind gefallen. Wir haben eine Kaiserin gekrönt, die Jahre braucht, um aufzuwachsen. Und wenn sie es ist, gehört sie uns. Nice. Emily die Erste könnte 60, 70 Jahre lang regieren, wenn sie beschützt wird. Was wir erreichen können. Seht, wie sehr wir die Stadt schon verändert haben. Ein goldenes Zeitalter steht bevor. Und niemand wird je wissen, was ich dafür tun musste. Ihr werdet es nicht erraten. Hat ihn schon getötet. Hätten wir nicht Angst um ihr verspürt. Hätte. Immer zu sicher, das war mein Problem. Niemals zögern. Zu sicher, was ich wollte. Zu sicher, was ich wollte, als andere Männer zögerten. Ich hielt es für eine Schwäche. Corvo wird zu mir kommen, wie er zu den anderen kam. Überquerte die Insel, als sei es nichts. Ja. Nur eine Frage des Wie und Wann. Jetzt? Aber ich habe keinen Gegenzug mehr. Ich lasse dich nur noch auslabern, du Hässlicher. Die Schritte, die uns hierher geführt haben, machten Sinn. Als ich jung war, fuhr ich zur See, kommandierte ein Schiff und machte Seeleute aus planlosen Männern. Baute aus ein paar Schiffen eine Flotte, begann dann eine Verschwörung und führte fast ein Kaiserreich. Redet mit Toten, keine oder? Kompromisse. Niemals Barmherzigkeit und Schwäche zeigen. Krass. Ich zeigte der Welt, worauf es ankam. Wille und Vision. Und keine Angst vor schmutzigen Händen. Und jetzt? Das ist Martin. Er ist wohl tot. Und Pendleton. Er ist auch tot. Was soll ich euch dazu sagen? Sie haben es verdient? Ach, guck mal. Oh, das ist Liebe. Oh. Ja. Ich finde das schon krass. Aber was machen wir mit dem? Was ist denn hier das Ziel? Eliminiere Havelock. Ja, aber ich will ihn gar nicht eliminieren. Emily soll entscheiden, was mit dem passiert. Ich meine, verdient hat er es, aber er ist auch nur eine machtgierige Sau, also. Warum ist die Musik so laut? Das ist ja echt krass, Mann. Oh. Also Emily wird schon wissen, was sie mit denen macht. Die ist zwar jung, ne? Aber sie ist nicht dumm. Und was ist hier los? Emily. Wer ist da? Admiral Havelock? Wenn Sie mich nicht rauslassen, müssen Sie in der Ecke stehen, bis Sie wissen, wie man sich benimmt. Oh. Wer ist da? Emily.
mir so leid, ne? Aber ich muss jetzt hier erstmal kurz aufräumen, bevor wir hier... Ich will nicht irgendwie dazu kommen, dass wir dann jetzt hier Emily gefährden, weil es hier nicht sicher für sie ist. Herr Vlogs Tagebuch, 7. Eintrag. Ohne Corvo hätten wir es nicht geschafft und dafür bin ich ihm dankbar. Aber ich fürchte, er teilte nicht unsere Vision von Dunwalls Zukunft. Mit einem Mädchen am Steuerruder der Politik werden wir nicht in unserem Sinne über Dunwall herrschen können. Wir in unserem Sinne über Dunwall herrschen können. Wenn ich das schon lese, ne, dann könnte ich ihn ohrfeigen, also bis er nicht mehr weiß, wie er heißt, der Idiot, ne? Wir in unserem Sinne. Ist er der Kaiser oder was? Und ich habe das Gefühl, dass Corvus' Loyalität gegenüber den Caldwin-Frauen seinen Verstand benebelt. Ist sie wirklich seine Tochter? Aha, guck mal. Wir werden Dunwall zum Höhepunkt seiner Macht führen, doch die Rolle, die Corvo dabei spielt, darf niemals bekannt werden. Er muss verunglimpft werden und wenn ich dann die Herrschaft über die Stadt an mich reiße, werde ich es sein, der als Held und Schutzherr angesehen wird. Ekelhafter Mensch. Du ekelhafter, ekelhafter Mensch. Ganz ehrlich, ne? Richtig ekelhaft. Da oben ist noch was. Ich will da noch hin. Was hatten wir? All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht. Wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat, es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug. Der muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser. Die, die am meisten zu verlieren haben. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht okay. Wir wissen, was jetzt noch hier oben ist. Bevor ich Emily da raushole, natürlich. Irgendwas. Was ist das? Schalter. Ich weiß echt nicht, was der macht. Okay. Aufzug. Das ist doch bestimmt ein Aufzug, oder? Aber da komme ich auch so hoch. Wäre das VR oder so, ne? Ich würde mich richtig einkacken. Wow. Toll. Und jetzt? Geht's noch höher? Warum kommt man hier überhaupt hin? Oder kommt es ein Hubschrauber oder was? Und müssen wir mit Emily hier hinfliegen? Oder? Check ich nicht so ganz, aber okay. Ich meine, Samuel kann ja nicht fliegen, oder? Außerdem brauchen wir nicht fliehen, weil wir sind sicher, solange ich da bin. So. Ich glaube, wir haben hier... Nee, wir haben noch nicht alles durchgeschaut. Was ist das denn? Hat er hier seine Reden aufgenommen? Boah, ekelhafter Mensch. Ekelhaft, okay. Du, ne? Ich schwöre, eigentlich müsste ich dich töten. Eigentlich müsste ich. So, speichern. Die ganze Zeit hat er uns hin und her geschickt wie so ein Vollidioten. Ist uns dankbar. Und will Emily benutzen. Corvo, ich wusste, du kommst. Wird jetzt alles gut? Ich hoffe. Werde ich Kaiserin? Naja, ich hoffe es ja mal. Also ist Emily unsere Tochter. Also das ist das, was wir versucht haben herauszufinden vorher. Herr Vlogs Tagebuch gelesen, Emily gerettet. Das ist eine Sonderaktion. Okay. Fortsetzen. Das Ende. Zum Fortfahren. So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die erste nach einer Zeit der Unruhen. Vor allem war das Echo weg. Den Thron ihrer Mutter. Was ist Echo? Reverb. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo. Um ihre junge Seele zu leiten. Und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen. Guck mal. Oder ihr schaden wollen.
Das erste Mal sehen wir uns. Du sahst und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emilys Aufstieg ein goldenes Zeitalter an. Eingeleitet durch deine Hand. Callista und ihr Onkel. Und ich glaube, das war vorhin hier die von Piero was wollte. Und Jahrzehnte später, wenn dein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emily die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, deinen Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten. Weil du mehr für sie warst, als nur ihr Schutzherr. Leb wohl, Corvo. Ja, krass. Sam. Well, we shall not stumble, no, we shall not fall. We shall not crumble, no, we shall stand tall. Well, death it will come, as sure as the night. But we will not run, no, we live but to fight. Oh, with blood on our hands and dirt on our knees. We'll tear after once, who brought the disease. Otto. Down with
sehr, sehr viele beteiligte Personen in diesem Spiel. Sehr schöne Musik auch. Und das nächste Stück. Ich frage mich, ob der Daniel Licht das auch gesungen hat. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt hier langsam durch. Ich wollte das Lied auf jeden Fall nicht so überquatschen, so komplett, ja. Ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne erstmal sagen, wie fandet ihr das Ende? Was haltet ihr davon, dass der neue Lord-Regent, der Admiral, der Havelock, jetzt einfach mal die beiden getötet hat? Warum? Ich hab's ja schon vorher geahnt, aber... Ne, ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, weil... Die werden sich das gegenseitig nicht gönnen. Die machen das so lange, bis einer übrig bleibt, weil es ist einfach das einzige Logische. Wenn man so machtgeil ist, dann kann man nichts anderes machen, außer sich nur selbst in den Mittelpunkt stellen und alle anderen übergehen. Und ja, wir mussten Emily auf jeden Fall da rausholen. Das war das Richtige, das einzig Richtige. Und es weiß ja scheinbar keiner, ob Corvo Emilys Vater ist, weil er hat ja in seinem Tagebuch reingeschrieben, ist er wirklich ihr Vater? Ne? Also, aber trotzdem ist es ja seltsam. Also, ich meine, hat die Kaiserin sich einfach so von irgendeinem bimsen lassen oder was? Also, und irgendwie unehelich ein Kind gezeugt oder... Also, das ist ein bisschen seltsam. Vielleicht sind sie aber auch ein bisschen lockerer. Normalerweise hätte ich gedacht, dann würde der sie heiraten, die Kaiserin, und dann, ne? Ich meine, wenn die schon 10 Jahre alt ist, dann ist das ja 11 Jahre lang her, dass die gebimst haben, oder? Keine Ahnung. Ist ein bisschen seltsam. Das ist das Einzige an der Story, was wirklich seltsam ist. Und ja, ansonsten, ich finde das voll gut, wie viel eigentlich gevoiced war. Wie viele kleine Informationen und auch wie viele Quest-Sachen sich aktualisiert haben, weil wir gewartet haben, bis die ausgesprochen haben. Das ist mega gut gemacht. Also so haben wir Hintergrundinformationen bekommen und Sachen, ja, erfahren, die wir sonst nicht gewusst hätten. Alles in allem fand ich das Spiel mega gut. Ich, das erste Mal, wo ich es gespielt habe, da habe ich es tatsächlich auf ein bisschen böser durchgespielt. Ich glaube, ich habe da einfach jeden abgemuckst, der mir in die Quere kam, und alles, was mir gegen meinen Strich ging, habe ich, ja, eliminiert. aber ich kann mich auch nicht mehr richtig an das Ende erinnern, was dann damals rausgekommen ist. Wirklich nicht. Also es ist zu lange her. Ich habe das damals bei Release gespielt. Ja, aber ich bin jetzt zufrieden. Ich bin mit unserem Ergebnis zufrieden. Mir gefällt, mir hat die letzte Szene hat mir so gut gefallen, wo Corvo hinter Emily am Thron steht, ja, und ihr einfach hilft. Und ich meine, wenn er ihr Vater ist, ja, dann hat er jedes Recht dazu, dann haben wir das gut gemacht. Dann war das auch, was sie am Anfang gesagt hat, wenn du Mama nicht heiratest, heiratest du dann mich, dann war das halt eben so Geplapper von einem Kind, ne, so, ich möchte Papa heiraten und so. Dann ist das halt so. Ja, was noch? Ja, ich fand es teilweise super traurig. Ich war froh, dass Cecilia, das ist die, die mit den rötlichen Haaren, die ja was von Piero wollte, die uns gefragt hat, ob wir ein gutes Wort für ihn einlegen, das am Ende, habt ihr gesehen, die waren, glaube ich, die war so angelehnt an ihn. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ich finde das gut, dass jetzt die beiden bekloppten Wissenschaftler hier mal irgendwie was fürs Gute tun. Also man hat ja gesehen, die haben die Seuche kuriert. Die haben sich zusammengetan. Die haben Pieros Arznei und Solokovs Elixier haben die jetzt quasi fusioniert und ne? Und wir haben ja gehört, die Seuche ist abgeebbt. Ich finde, das ist gut. Hätten wir Solokov getötet oder wäre er irgendwie auf irgendeine Weise hätte er keinen Bock gehabt, mit Bero zusammenzuarbeiten, weil wir hätten da irgendwas, sag ich mal, ihm angetan. Hätten ihn mit den Ratten gequält oder was, dann wäre das vielleicht nicht zustande gekommen. Dann wäre die Seuche vielleicht nicht besiegt worden. Also es lohnt sich auch schlechten Menschen, weil ich finde, Solokov ist trotzdem ein schlechter Mensch, auch eine Chance zu geben, um etwas Besseres aus ihrem Leben zu machen, ne? Und ja, gut, das Einzige, wo ich das jetzt nicht so wirklich eingehalten habe, war der Henker. Dann die Pendleton-Brüder, die Zwillinge, da konnte man ja, glaube ich, nicht viel machen. Also die musste man ja irgendwie eliminieren. Es war ja das Ziel, dass man sie tötet. Dann den Oberaufseher, das war ja auch ein Questziel, ihn zu vergiften. Das ging auch nicht ohne.
Naja, wir hätten es komplett in Ruhe lassen können, aber ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen wäre, wenn die einfach ihren Drink gesoffen hätten, dann hätte doch, hätte nicht der Onkel von Callista vergiftet werden sollen? War das nicht, das, was ursprünglich halt auch so war, dass wir den retten sollten? Das, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ein paar Dinge wären anders gelaufen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall happy. Mir hat das Spiel mega viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wenn ihr euch hier so ein bisschen die Speicherstände anguckt, dann seht ihr, ich habe das an den Tagen durchgesuchtet, ja? Das sind 3 Tage und ich habe das einfach nur durchgesuchtet, ja? Ich habe da wirklich Bock drauf gehabt und ich freue mich auch schon auf das nächste. Ich werde Dishonored 2 auch spielen und den dritten Teil auch. Jetzt erstmal, weiß ich noch nicht, ob ich die genau hintereinander aufnehmen werde oder ob ich die mit ein bisschen Pause voneinander spielen werde, weil jetzt bin ich jetzt gerade schon in dieser in dieser Welt. Ich habe jetzt den ganzen Kram gelesen. Jetzt kenne ich mich so halbwegs aus wieder. Da wäre es einfach sinnvoll, glaube ich, auch wenn ich den zweiten Teil direkt hinterher aufnehme, weil dann nicht so viel neuer Input dann da ist. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich weiß, wenn ich manchmal vorlese, habe ich so ein paar Hakler. Ich hoffe, das ist okay für euch gewesen und erträglich. Immer gerne bitte irgendwas dalassen, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr auch Spielvorschläge, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was ich spielen soll, sagt es mir gerne. Ich habe eine riesen Liste an Spielen, die ich mir über die Zeit, wie gesagt, angesammelt habe und die werde ich auch abarbeiten. Aber für Vorschläge bin ich immer offen. Vor allen Dingen, wenn die Sachen irgendwo im Sale sind oder so, dann hole ich sie gerne schon mal auf Vorrat, damit ich sie dann irgendwann spielen kann. Und ja, mich würde einfach interessieren, was würdet ihr gerne von mir sehen? Was fandet ihr allgemein? Fandet ihr das jetzt schlimm, dass ich ständig geladen habe? Ich wollte halt unbedingt das gute Ende haben, ne? Also es gibt auch Momente oder Spiele, in denen ist Laden nicht wirklich so das, was ich tue. Aber wenn man ein Ziel erreichen will, ne, dann macht man das schon mal. Was gibt es noch, was ich euch sagen wollte? Ich glaube, das war's eigentlich. Viel mehr habe ich da nicht zu sagen. Ansonsten, wenn euch was einfällt, ne, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich denke, das ist jetzt genug gequatscht. Wir sollten jetzt mal endlich die Aufnahme beenden. Ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bye, bye.